Hallo und herzlich willkommen bei InstallOt. Heute geht's weiter mit Eileen Wuornos und wir machen weiter bei Seite 13, da wo wir aufgehört haben. Ja, wir sind wie Schwestern. Mein Herz fühlt für dich wie eine. Ich liebe dich wie eine. Dawn Mary Niemann wurde am 8. März 1956 in Detroit, Michigan, geboren und zog im Alter von 12 Jahren mit ihrer Familie ein paar Meilen nach Norden, nach Troy. Dawn und Wuornos wurden Freunde, als sie in der Highschool waren. Die Mädchen wurden durch die enge Freundschaft von Dawns älteren Bruder Ducky mit Wuornos Bruder Keith zusammengebracht. Wuornos verließ die Schule in der 9. Klasse und gelegentlich schwänzte Dawn den Unterricht und verbrachte den Tag mit ihr. An einem ihrer gemeinsamen Nachmittage im Jahr 1972 lernte Dawn ihren zukünftigen Ehemann Dave Bodkins kennen. Innerhalb einer Woche, nachdem er die Mädchen zu Dawns Haus gefahren hatte, stand Dave wieder vor Dawns Tür und fragte nach einer Verabredung zum Abendessen. Seit diesem Tag sind die beiden zusammen. Wuornos, die mit Obdachlosigkeit und ihrer schwierigen Familiensituation zu kämpfen hatte und von Dawns zunehmender Unerreichbarkeit verletzt wurde, als sie begann, mehr Zeit mit Dave zu verbringen, machte sich bald auf den Weg nach Florida. Dawn sah ihre Freundin erst wieder, als Wuornos und Troy bei der Beerdigung ihres Bruders Keith auftauchte. Und dann war sie wieder weg, zurück auf der Straße. 1991 klopfte ein Polizeibeamter an Dawns Tür und fragte sie, ob sie Wuornos kenne. Er erzählte ihr von der Verhaftung ihrer alten Freundin wegen der Taten. Nachdem die erste Überraschung abgeklungen war, erinnert sich Dawn heute, war ihr erster Gedanke: Gott sei Dank ist Eileen von der Straße weg. Sie hat Essen und ein Bett und ist vor dem Abschaum der Welt sicher. Sie fragte den Beamten nach der Postanschrift von Wuornos. Es begann eine 10-jährige tägliche Korrespondenz. Dawn ließ kaum einen Tag aus und schrieb abends, wenn ihre Kinder David und Kimberly im Bett waren. Als sie die Briefsammlung sah, wurde der Dokumentarfilmhersteller Broomfield auf sie aufmerksam und fragte Dawn, wie sie die Zeit fand, Wuornos so oft zu schreiben. Dawn antwortete: Ich habe nicht die Zeit gefunden, ich habe sie mir genommen. Dawn wusste, dass sie die einzige wirkliche Freundin von Wuornos war, also schrieb sie und schrieb. Über gesundheitliche Probleme, über finanzielle Nöte, über den Frühling, Hochzeiten und Babys. Und über die Vergangenheit. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben Dawn und Dave 9 Enkelkinder und leben in einem ruhigen Bauernhaus. Auf dem Grundstück steht ein Walnussbaum inmitten von Felsen, Erdbeeren und anderen Pflanzen, unter denen die Asche von Wuornos verstreut ist. Denn das Leben ist ein Abenteuer und das ist es, was unser menschliches Wissen ausmacht. Ob das nun gut oder schlecht ist. Der Schlüssel liegt dort. Wuornos erhielt während der Inhaftierung viele Briefe und in den ersten Jahren in der Todeszelle knüpfte sie mehrere Brieffreundschaften. Später aber brach sie den Kontakt zu fast allen diesen Brieffreunden ab, schlug ihnen aber manchmal vor, sich mit Dawn in Verbindung zu setzen. Einer von Wuornos früheren Brieffreunden, Jesse Merrill, wurde ein enger Freund von Dawn. Dawn litt seit langem an multipler Sklerose und 2007, 5 Jahre nach Wuornos Tod, teilte sie Merrill mit, dass sich ihre Krankheit verschlimmert habe und sie Hilfe brauche. Sie hatte Wuornos versprochen, dass sie eines Tages einen Verleger für ihre Briefe finden würde. Irgendwann schien nun eher früher als später sein zu müssen. Wuornos hatte Dawn immer wieder gesagt, sie wolle, dass die Wahrheit, ihre Wahrheit, ans Licht komme. Die Art und Weise, wie sie von der Polizei manipuliert worden war, die Folter, die sie in ihrer Zelle erlitten hatte, und das Geld, das andere aus ihrem Unglück gemacht hatten. Merrill machte Dawn mit ihrer Freundin Lisa Kester bekannt, die seit vielen Jahren in der Verlagsbranche tätig war. Im Sommer 2007 besuchte Kester Dawn und erklärte sich bereit, das Projekt als Redakteurin voranzutreiben. Daphne Gottlieb unterschrieb als Mitherausgeberin. Wenn ich in meine Vergangenheit eingedrungen wäre, hättest du ein paar tolle Sachen zum Zuhören gehabt. Und wir hätten ewig quatschen können. Wuornos war sehr produktiv. Die Vorschriften des Gefängnisses beschränkten ihre Briefe auf 4 Seiten, aber sie schrieb täglich eine beliebige Anzahl von Briefen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie an einem einzigen Tag 20 oder mehr Seiten schrieb,
wobei sich die Briefe durch fortlaufende Beschriftung oder thematische Überschriften voneinander unterschieden. Wir hätten es vorgezogen, alle Briefe in ihrer Gesamtheit aufzunehmen, aber aus Platzgründen war dies nicht möglich. Ausgehend von einem geschätzten Umfang von mehr als 1 Million Wörtern war es eine enorme Herausforderung, die Briefe auf eine angemessene Buchlänge zu kürzen. Unsere erste Herausforderung bestand darin, zu entscheiden, ob wir lediglich eine relativ kleine Anzahl ungekürzter Briefe für die Veröffentlichung auswählen oder die Briefe kürzen, um mehr von ihnen in die Sammlung aufnehmen zu können. Die kleinere Auswahl an ungekürzten Briefen ließ die Integrität der einzelnen Dokumente unberührt, erhöhte aber die Wahrscheinlichkeit, dass wichtige Themen und Ereignisse in Wurnos Leben einfach aus Platzgründen gestrichen werden. Die Kürzung des Textes ermöglichte es uns, die Redundanz der Briefe zu reduzieren. Wenn man Tag ein, Tag aus in einer Gefängniszelle sitzt, werden die eigenen Gedanken bis zu einem gewissen Grad statisch, könnte aber möglicherweise die Stimme von Wurnos manipulieren und den Inhalt der Briefe verfälschen. Schließlich entschied man sich, die Briefe zu kürzen, um mehr von ihnen einbeziehen zu können, wobei man sich so gut wie möglich bemühte, Wurnos Stimme, Anliegen und Denkweise beizubehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Integrität von Wurnos Texten zu wahren, einschließlich der Beibehaltung von Wurnos Rechtschreibung, Großschreibung und Zeichensetzung. Allerdings konnten wir nicht so viel Material einbeziehen, wie wir es gerne hätten. Aus rechtlichen und datenschutzrechtlichen Gründen wurden bestimmte Namen geändert und Ereignisse geschwärzt. In den Briefen von Wurnos gibt es eine Reihe von Themen, die immer wiederkehren. Sie wettert häufig gegen die korrupten Cops, die Beamten, die sie beschuldigt, sie zu manipulieren und ihre Geschichte für einen Filmvertrag zu verkaufen. Sie beschuldigte auch andere, von ihrer Geschichte profitieren zu wollen. Nick Broomfields 2 Dokumentarfilme über Wurnos gehen den Vorwürfen nach, dass sowohl Prell als auch Glaser von Wurnos zahlreichen Medienauftritten profitierten, zum Teil deshalb, weil die Son of Sam-Gesetze es ihr untersagten, selbst bezahlt zu werden. In einer Szene des ersten Dokumentarfilms wird gezeigt, wie Broomfield die Rechnungen zählt, die er Prell für ein Interview zu zahlen bereit war. So wurden Prell und Glaser immer wieder kurzerhand aus Wurnos Leben geworfen, wenn sie glaubte, dass sie aus Profitgründen manipuliert wurde, und wieder zurückgerufen, wenn sie merkte, dass sie Hilfe brauchte. In ihren Briefen an Dawn ringt Wurnos immer wieder mit ihrer Beziehung zu Prell und Glaser. Erst glaubt sie, sie seien auf ihrer Seite, dann sind sie ihre verhassten Feinde. Und dann sind sie die einzigen, die ihr helfen können. Ein solches Verhalten entspricht dem Profil der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ihr wiederholt diagnostiziert wurde, zunächst vom Psychologen des Staates Dr. George Bernard, als sie für ihren ersten Prozess untersucht wurde. Okay, hier kurz O-Ton, hier kommt ja wieder etwas Psychologisches. Ja, das ist wirklich ein Paradoxum. Wie erklärst du jemandem, dass du nicht verrückt bist? Und man sagt so in der Psychologie, in dem Moment, wenn du von dir ausgehst und sagst, ich bin nicht verrückt, ich bin kein Narzisst, ich bin weder toxisch, noch habe ich irgendeine Störung, ist das eigentlich schon das erste Zeichen dafür, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Denn ein normaler Geist, ein normaler Mensch sagt, könnte sein, weiß ich nicht. Man weiß ja nie, ob man irgendwas hat, und man muss eigentlich nur lange genug suchen, man findet bei jedem irgendeine Psychose oder eine kleine Störung, irgendetwas ist da immer oder ein kleines Trauma. Das ist allein schon nach Freud ganz normal. Es gibt 5 Phasen in der Kindheit, in der sexuellen Kindheitsentwicklung, und viele kennen ja Ödipus-Komplex. Und in den 5 Phasen kann natürlich immer etwas schieflaufen und schon hast du ein Trauma. Ein kleines Trauma, was manche natürlich einfach so wegstecken, aber es gibt auch einige, die das nicht wegstecken. Und viele, die es weggesteckt haben, bei denen kommt es dann irgendwann mal raus oder zeigt sich in irgendeiner kleinen Psychose. Deswegen, also es ist wirklich schwierig für jemand, der krank ist, aber nicht verstanden wird. Wenn sie krank ist, ist es schwierig für sie, weil sie im Gefängnis sitzt und keiner hilft ihr, keiner hört sie und sie möchte nicht krank sein. Und gerade bei Leuten mit Borderline-Störung ist das so, dass die irgendwie gefangen sind und herauskommen möchten und sich denken, ich bin aber nicht verrückt. Und dann im nächsten Moment denken die sich, ja doch, irgendwie bin ich schon verrückt, ist ja klar, dass mir keiner glaubt. Und dann im nächsten Moment, ja, aber was mache ich denn jetzt dagegen? Also, sie reden tatsächlich mit 2 Personen und die eine Seite weiß, dass sie irgendwie krank ist und die andere Seite weiß, dass sie da irgendwie raus muss und dass sie Hilfe braucht und sie möchte ja auch gesund werden. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere Seite, die dann sagt, ich bin gar nicht krank. Also es ist wirklich schwierig, da in der Hinsicht da irgendwie Hilfe zu bekommen, weil ja eh alle denken, dass du krank bist. Also das ist so, als würde man in eine Psychiatrie gehen und man sieht da lauter, naja, kranke Menschen und
Bei manchen denkst du dir so, die schaut ja gar nicht krank aus, ne? Das sind dann meistens, sagt man, auch die gefährlichsten. Bei denen man meinen könnte, das könnte Nachbar sein oder das ist dann einfach, keine Ahnung, die Lehrerin oder so. Dann redest du mit der Person und denkst dir, an der Person ist überhaupt nichts gestört, ne? Wenn die dann auch noch verzweifelt versucht, da irgendwie rauszukommen, dann denkst du dir, hey, scheiße, die haben da echt irgendwie eine gesunde Person eingesperrt. Das ist doch wie in einem Film Inception oder so, ne? Und das ist aber leider oft nicht der Fall, dass es dann wirklich so ist, dass dann der Psychiater gesagt hat, ich mag deine Nase nicht oder du bist der Ex-Schwager von mir und ich möchte dich einfach in die Psychiatrie einweisen, weil du hast nichts Gutes getan. Das ist zum Glück ganz selten der Fall. Meistens ist es tatsächlich so, dass du das als Außenstehender gar nicht merkst. Jemand wie ich, die Therapeutin ist, ich merke das nach kurzer Zeit, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn ich mit Menschen rede, weiß ich, wie ich mich anzupassen habe. Ganz oft ist es bei Menschen mit einem sehr niedrigen IQ, da merkst du dann auch, okay, da muss ich ein bisschen langsamer, da muss ich ein bisschen deutlicher und der weiß wahrscheinlich gar nicht, was Sarkasmus ist. Und hier haben wir da genau dasselbe Problem. Wie gehe ich mit einer Person um, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, die ist im einen Moment total gut drauf, im nächsten Moment wird sie verrückt und flippt aus. Was aber auch ganz normal ist, wenn man im Gefängnis sitzt und von allen Leuten beschuldigt wird, der Überunmensch zu sein, obwohl sie sich gewehrt hat, so wie sie es gelernt hat. In der einen Hinsicht versteht sie das, dass sie was Falsches gemacht hat, in der anderen Hinsicht hat sie oft aus dem Affekt reagiert und sich gedacht, wie du mir, so ich dir, wurde aber dann verhaftet und verurteilt als Einzige, während alle anderen Männer sozusagen doch unbestraft davongekommen sind. Unbestraft meine ich jetzt im Ruf. Ihr Ruf wurde beschädigt. Gerade bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist der Ruf und ihr Ansehen ist ihnen schon wichtig. Es heißt ja bei ihr auch, dass sie wie eine normale Hausfrau aussah, dass sie gepflegt aussah, dass sie man nicht hätte wissen können, dass sie von der Straße kommt. Das war ihr schon irgendwo wichtig. Und auch wie sie sich bewegt hat, sie wollte irgendwie Dominanz zeigen. Und hier ist halt das Problem, die wird nicht gehört. Also sie ist ungehört. Und die Menschen, die ihr das angetan haben, sind zwar gestorben, nur alle nehmen diese Menschen in Schutz und sagen, was für tolle Menschen das gewesen sind. Und ihr geht's im Faktum gar nicht darum, Nein zu sagen, dass sie nicht gemordet hat. Ihr geht es nur darum, hey, okay, ich habe das getan, aber versteht ihr eigentlich, dass das Monster waren? Das war nicht der nette Vater. Das war nicht dein netter Ehemann. Das war nicht ein Mann, der nur ehelich Sex hatte. Aber alle, die im Zeugenstand saßen, waren halt die Töchter oder die Söhne oder die Ehefrauen von den Männern, die gestorben sind. Und die haben dann gesagt, was, nee, also mein Horst niemals, der würde ja niemals mit einer Prostituierten, also wenn, dann hat sie ihn da um den Finger gewickelt, aber er würde das niemals machen. Ich kenne doch meinen Horst. Oder ich kenne doch meinen Papa. Mein Papa würde sowas niemals machen. Der ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Das ist ein ganz feiner. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ja, da haben wir das Problem. Genau, dein lieber Horst war meistens eigentlich gar nicht so netter. Und ich weiß, dass es auch wirklich ganz feine Horsts gibt. Ich meine wirklich tatsächlich nur, dass wenn man statistisch gesehen, muss man das so sagen, dass viele meinen, dass wenn sie böse Sachen machen, dass sie dann sonntags in die Kirche gehen und dann alles wieder toll ist. Und leider wird das auch so impliziert von den Medien. Ganz oft bei der Todesstrafe kommt dann der Pfarrer ins Gefängnis und dieser Serienmörder, der 10 Leute getötet hat, legt seine Buße ab und dann ist alles wieder toll und er kommt in den Himmel oder vielleicht erstmal nur ins Fegefeuer, auf alle Fälle nicht in die Hölle, weil er hat ja jetzt zu Gott gefunden. Bestes Beispiel, Chris Watts, er ist ja jetzt der Überpfarrer und es ist alles im Besten und auf einmal kann er ganz normal schlafen, hat keine Probleme mehr, weil er hat jetzt zu Gott gefunden und sieht in seinen Taten jetzt etwas Gutes. Denn davor war er nicht so gläubig und nachdem er 3 Menschen ausgelöscht hat oder 4 Menschen das Leben genommen hat, jetzt ist er gesühnt und jetzt ist er ein guter Mensch und zum Glück ist das passiert, sonst hätte er niemals zu Gott gefunden und könnte anderen Menschen jetzt nicht helfen, indem er auch Bibelverse zitiert. Und da haben wir schon wieder dieses Paradoxum, ne? Also ihr wisst, wie ich das jetzt meine, ne? Wisst ihr ganz genau und genau diesen Menschen meine ich. Und das ist etwas, was die Eileen wirklich, wirklich aufgefressen hat. Und das ist sehr, sehr traurig, denn niemand hat ihr da irgendwie zugehört und ich vermute, dass die Psychiater, die forensischen Psychologen oder die Kriminalpsychologie in Amerika echt ein Scheiß ist, wirklich, weil die geben ihnen da gar keine Hilfe, überhaupt keine Unterstützung. Unter Vorbehalt sage ich das jetzt, aber so wie ich das mitkriege und durch meine Korrespondenz mit anderen Gefängnisinsassen, werden die da wirklich tatsächlich mit psychischen Störungen komplett allein gelassen. Und das ist traurig, weil das frisst dich auf und am Ende möchtest du eigentlich nur noch sterben. Und eigentlich heißt es auch in der Forensik, jedes Leben zählt, ne? Also deswegen gibt es uns Psychologen, Psychiater und Therapeuten. Eigentlich zählt jedes Leben und jedes gerettete Leben heißt, dass wir unsere Arbeit gemacht haben. Ja, aber irgendwie ist es da laut den Briefen von Eileen genau das Gegenteil passiert.
So, lesen wir weiter. Immer wieder umarmt sie Menschen als ihre Retter. Phyllis Chesler, die Professorin und Autorin, die versucht hat, sich für sie einzusetzen. Tony Alexander, ein britischer Anwalt, der von Broomfield für sie gefunden wurde. Linda, eine ihrer Lieblingskorrespondentinnen, die CCRC, nur um sie zu verteufeln, als sie feststellt, dass sich ihre Umstände bemerkenswert wenig geändert haben und sie selbst nicht gerettet wurde. Während ihrer Zeit in der Todeszelle wuchs Werners Beziehung zu ihrem Gott immer mehr. Die spiegelte sich in ihren Briefen wider, nicht nur in ihren häufigen Diskussionen über Religion, sondern auch in ihrer Angewohnheit, seitenweise aus der Dake-Bibel und anderen religiösen Schriften zu kopieren, und schickte sie an Dawn und Dawns Mutter und wahrscheinlich auch an andere. Letztlich schien es wichtiger zu sein, diese Seiten mit Briefen von Werners selbst zu füllen, als mit kopierten Bibelstellen, aber dadurch werden ihre Hingabe und Liebe zu ihren Bibelstudien zweifellos unterbewertet. Zitat: Ich bin so gesund wie Gott und ich weiß, wovon ich spreche. Zitat Ende. Werners hatte ihren Tag vor Gericht. Und dann noch einen, und dann noch einen. Aus den beiläufigen Anspielungen in ihren Briefen lässt sich oft nicht erkennen, vor welchem Gericht sie gerade stand und für welches Verbrechen. Schließlich handelt es sich bei jedem Kapitalverbrechen um zwei Prozesse in einem. Jedes Verfahren hat eine Schuldphase und eine Strafphase, und es folgen Berufungen. Werners hatte 6 Prozesse und ihre Briefe tragen wenig dazu bei, die Verwirrung zu lindern. Um die Schwierigkeiten zu verdeutlichen, nannte Werners während des gesamten Prozesses nicht die Namen ihrer Opfer, sondern die Bezirke, in denen die Morde begangen wurden und die Prozesse stattfanden. Volusia, Dixie, Pasco, Citrus und Marion. Es mag hilfreich sein, sich ihre Gerichtsverfahren als ununterbrochene Prozesse vorzustellen, aber mit Ebbe und Flut, mit Zeiten größerer und geringerer Aktivität nicht zu vergessen. Zitat: Wen kümmert also das Gericht? Das Gericht wird sich nie ändern. Sie haben mich zu Tode genau wie alle anderen Vergewaltiger. In der Ferne hörte ich, wie sie meinen Namen riefen. Ich lachte nur und ging weiter. Zitat Ende. Wenn man die dunkelsten Momente der Morde lesen möchte, die intimsten Briefe, wird man schwer enttäuscht sein. Solche Briefe gibt es in diesem Buch nicht. Soweit wir wissen und nach ihren eigenen Angaben, hat Werners nichts dazu geschrieben. Sie konnte es nicht. Sie hat es versucht. Doch irgendetwas in ihr hielt sie davon ab. Vielleicht der Wunsch, nie wieder an diesem Ort jenseits der Worte zurückzukehren, an dem sie einen Menschen nach dem anderen umbrachte, vielleicht eine totale Unfähigkeit. Man kann es Anstand nennen, man kann es Blackout nennen oder Scham, Privatsphäre, eine seltsame Art, die nur in der Nähe von Mord existieren kann. Die genauen Geschehnisse der Taten und der Ort der 7 Körper, die gefunden worden sind, die von Peter Syams, blieben zwischen ihr und ihren Opfern und gingen mit Werners in ihr Grab. Die Briefe machen deutlich, dass es nicht so einfach ist zu verstehen, was passiert ist, denn das, was Werners behauptet hat, dass es passiert ist, vielleicht sogar das, was sie glaubt, was passiert ist, hat sich in ihrem eigenen Bericht geändert. Sie hat sich häufig selbst widersprochen. Kurz O-Ton, das ist typisch für eine Borderline-Störung, dass man da gerne was vermischt oder übertreibt oder verwechselt oder auch untertreibt. Man möchte etwas verdeutlichen, hat das dann anders im Kopf oder möchte einfach etwas, mehr betonen und dann passiert das. Also eine Vermischung der vergangenen Ereignisse, sich nicht mehr konkret an Dinge zu erinnern, das ist so ein Indiz dafür, dass eine Borderline-Störung bestehen könnte, durch natürlich Gewissenslücken, weil die Seele, der Geist, der schützt sich einfach, weil man das selber dann doch so schrecklich empfunden hat. Genau. Die Morde geschahen in Notwehr, außer wenn es sich um einfache Raubüberfälle handelte und sie kaltblütig tötete. Manchmal behauptete sie, dass sie ihre Behauptung der Selbstverteidigung widerrief, um ihre Hinrichtung zu beschleunigen. Die Verbrechen bewegen sich in einem Grenzbereich des Vorsatzes. Eines Vorsatzes, der je nach Werners wechselnden Beweggründen schwankt. Es ist klar und unbestreitbar, dass sie diese Verbrechen begangen hat. Vielleicht ist das genug für uns. Das ist genug, um zu wissen, abgesehen von einer letzten Sache, der bemerkenswertesten, erlösendsten Sache in diesen Briefen. Wir wären nachlässig, wenn wir nicht auf die außergewöhnliche Liebe zwischen Dawn Botkins und Eileen Werners hinweisen würden, obwohl sie kaum zu übersehen ist.
Während der mehr als 10 Jahre, die Wuornos in der Todeszelle verbrachte, drehte sich ihr Leben zu einem nicht unerheblichen Teil um den jeweils anderen. Aus den Kommentaren in Wuornos Briefen geht hervor, dass Dawn sich immer Zeit zum Schreiben nahm, egal unter welchen Umständen, inmitten der Rückenoperationen ihres Mannes, als ihre Familie zusammenzog, während eines weiteren Umzugs in ein Bauernhaus, während der Krankheiten ihrer Mutter, bei den Geburten ihrer Enkelkinder und an allen Punkten dazwischen. Immer war da Wuornos, die in ihrer Zelle saß und wieder einmal schrieb, um aus ihrem Leben in 4 kleinen Wänden herauszukommen. Und da war Dawn, die sich von ihrem Bauernhaus aus ausstreckte. Es ist die Liebe, die Freundschaft, die uns auch in den schlimmsten Zeiten und unter den schlimmsten Umständen aufrechterhält. Selbst wenn wir in den Wahnsinn getrieben worden sind, selbst wenn wir umgebracht haben. Wir lieben immer noch, wir sind der Liebe immer noch würdig, wir können immer noch geliebt werden. Daphne Gottlieb, San Francisco, Januar 2012. So, zum Abschluss jetzt von diesem Teil, das ist jetzt dann wieder ein Brief gewesen, und zwar von der Daphne, fand ich jetzt ein bisschen besser geschrieben. Ich war jetzt wirklich etwas in Sorge, dass hier wirklich jetzt alles wie in dem ersten Video so aufgebaut ist, denn meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich, also ich weiß nicht, wie man diesen Schreibstil nennt, aber er ist katastrophal und gefällt mir gar nicht. Man kommt nicht hinterher, man weiß nicht, wer jetzt gerade was gesagt hat, ob das jetzt Leak gewesen ist, auch wenn ich das jetzt selber in der Hand habe, weiß ich jetzt überhaupt nicht, wer hat jetzt was gesagt, das sind zu viele Namen. Es ist halt einfach jemand wie so ein kleines Mädchen, das sich hingesetzt hat und einfach mal losgeschrieben hat, ne? Und es hat einfach keine Hand, kein Fuß, es hat kein Aufbau, gar nichts. Und da habe ich mich echt schwer getan. Ich fand jetzt diesen Brief um einiges einfacher vorzulesen, beziehungsweise war halt jetzt ein Vorwort. Jetzt kommen dann die Briefe von Eileen, die ich dann jetzt wahrscheinlich auch einfach so vorlesen werde. Da werden, wie gesagt, hat auch einige Rechtschreibfehler sein oder ihre Grammatik, aber so ist es halt, so hat sie geschrieben, so würde man auch ein bisschen die Authentizität nehmen, wenn man das jetzt alles komplett verbessert. Ich versuche ja auch irgendwie so wenig wie möglich zu verbessern. Also ich könnte ja auch alles durch den DeepL laufen lassen und einfach eine Textverbesserung machen, Wort pro Wort oder Satz pro Satz. Das habe ich mal angefangen bei Chris Watts, aber das ist tatsächlich so viel Arbeit und macht gar nicht so viel Unterschied und nimmt halt auch wirklich den kompletten Charakter vom Autor raus. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier nicht hier so eine Veränderung, was man ja eigentlich auch gar nicht darf, Veränderung des Buches, sondern wir wollen einfach nur eine Analyse machen, eine Textanalyse, und das machen wir. Und deswegen rede ich auch immer so viel, weil ansonsten dürfte ich das alles gar nicht vorlesen. Wir müssen darüber reden und diskutieren. Hier freue ich mich sehr auf die Briefe. Ich finde nämlich, dass es einfach ein sehr, sehr krasser Fall ist. Und ich verweise nochmal auf meine Psychoanalyse, die ich da gemacht habe, nach der Goldwater-Regelung über Eileen. Es ist für einen Therapeuten herzzerreißend zu sehen, dass jemand, der krank ist, nicht gehört wird und keine Hilfe bekommt. Dass er mit seiner Krankheit und seinen inneren Dämonen alleine gelassen wird und das Einzige, was ihm wirklich übrig bleibt, ist dann die Religion. Und viele Therapeuten sind da sehr neutral Religionen gegenüber. Wir haben unsere Theorie, so wie wir es auch gelernt bekommen haben, dass es halt einfach wie ein Anker ist. Manche Menschen sind alleine, die haben keinen, sie haben auch Angst vor dem Tod, und da hilft natürlich daran zu glauben, dass dich jemand abholt, dass du ins Licht gehst, dass du erlöst wirst, dass dieses schlimme Leben vorbei ist, was ja tatsächlich bei Eileen wirklich so ist. Es hat ja wirklich beschissen angefangen und auch beschissen aufgehört. Wenn man jetzt tatsächlich richtig religiös ist, muss man dann einfach mal fragen, warum? Warum ist das passiert? Warum gibt es immer diese Kollateralschaden? Anders kann man es als Psychologe nicht nennen. Es ist ja tatsächlich in der Religion so, dass es da diese Märtyrer gibt, es gibt dann immer diese Opfer und es gibt ein Statussymbol. Ganz oft stirbt jemand und danach wird ein Gesetz erlassen, was dann andere Leben rettet. Und da fragt man sich, warum müssen es Kinder sein, die so ein Kollateralschaden sind? Es ist halt einfach, jemand stirbt im Auftrag sozusagen eines Glaubens. Warum muss es immer einen Kollateralschaden geben? Warum kann nicht etwas passieren, ohne dass Menschen leiden müssen? Vor allem, es ist eine Sache, wenn jemand stirbt, es ist eine andere Sache, wenn jemand sehr lange leiden muss. Und bei vielen Mordfällen ist es tatsächlich so, dass die Opfer sehr, sehr lange leiden müssen, qualvoll sterben. Das entzieht sich einfach meiner Glaubensfrage so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man da dann tatsächlich noch komplett zu Gott steht. Denn was ich jetzt auch oft gehört habe, und ich finde diesen Satz eigentlich ziemlich charmant, und da ecke ich wahrscheinlich auch mit vielen Gläubigen jetzt aneinander, es hat jemand wirklich gesagt, so, er findet, dass Gott wirklich beschissen arbeitet. Und irgendwo kann ich das, wenn ich das Leben von Eileen so sehe,
auch irgendwie unterstreichen, muss ich wirklich sagen, dass er seine Arbeit nicht gut macht. Also jeder Gläubige, der mir jetzt sagt, die Leute müssen sterben, damit sich etwas ändert, finde ich ziemlich brutal, sowas zu sagen. Und man kann echt dann nur wirklich beten, dass es einen nicht erwischt. Weil man wird ja nicht gefragt, ob man jetzt ein Märtyrer werden möchte oder ein Statussymbol. Also ich würde dann auch anfangen zu beten und zu hoffen, bitte, ich hoffe, dass es weder ich bin oder noch meine Kinder, noch jemand, den ich kenne, eigentlich niemand. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Kapitel. Auf bald. Es ist wie so ein Bild, das ich ersetzt. Aberst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg.